So, jetzt machen wir eine kurze Mini-Einführung in das Thema der Diskontierung. Der Kontext, in dem Diskontierung in der BWL, in den Wirtschaftswissenschaften normalerweise diskutiert wird, sind Investitionsprojekte und deswegen nehmen wir das hier auch so ein bisschen als Aufhänger. Wenn eine Investition durchgeführt wird, fallen ja Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten an. Es gibt zwei Gründe, warum Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Erstens sind Menschen ja durch Zeitpräferenzen in Bezug auf ihren Konsum gekennzeichnet. In der Regel wird eine Gegenwartspräferenz unterstellt, das heißt, ceteris paribus, also alles gleichbleibend, wird ein früherer Konsum dem späteren Konsum vorgezogen. Das heißt, Sie möchten die Tafelschokolade lieber jetzt essen als morgen. Ich denke, das können die meisten von Ihnen nachvollziehen. Aber auf Wirtschaft bezogen, zum Beispiel könnte das heißen, die Aktionäre Ihres Unternehmens wollen lieber dieses Jahr eine Gewinnausschüttung haben als nächstes Jahr. Und der zweite Grund ist, dass Sie durch Markttransaktionen Mittel, die gegenwärtig für den Konsum zur Verfügung stehen, in einen zukünftigen Betrag transformieren können, der infolge der Verzinsung höher ist. Will heißen, das, was Sie heute nicht konsumieren, können Sie anlegen und verzinst morgen einen größeren Betrag zurückkriegen. Umgekehrt lassen sich künftig verfügbare Mittel durch eine Kreditaufnahme in jetzt konsumierbare Beträge transformieren, allerdings nur in einem geringeren Betrag, weil die künftigen Mittel für die Rückzahlung und Verzinsung des Kredits reichen müssen. Also ich kann mein Einkommen, das ich morgen habe, natürlich auch heute als Kredit aufnehmen, um heute mehr konsumieren zu können, aber ich kann dann als Kredit nur einen kleineren Betrag aufnehmen, als ich morgen haben werde. Unterm Strich hat derselbe Betrag an Zahlungsmitteln also einen höheren Wert, wenn er zeitlich früher zur Verfügung steht. Damit wir Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten vergleichen können, müssen wir also entweder frühere Zahlungen auf den späteren Zeitpunkt aufzinsen oder spätere Zahlungen auf den früheren Zeitpunkt abzinsen. Und der Überbegriff für diese beiden Möglichkeiten heißt Diskontierung. Der Diskontierungsfaktor kann dabei entweder ein Marktpreis, also der herrschende Zinssatz, oder eine subjektive Größe sein, die die individuellen Präferenzen der Entscheiderin widerspiegelt. Und das würde man dann nennen Grenzrate der zeitlichen Substitution. Am einfachsten ist es, Sie stellen sich den Diskontierungsfaktor als einen Zinssatz vor. Schauen wir uns das formal an. Gibt es einen Zahlungsanspruch Z0, der im gegenwärtigen Zeitpunkt t gleich 0 fällig ist, und einen weiteren Zahlungsanspruch Z groß T, der im künftigen Zeitpunkt T gleich groß T fällig ist, können wir anhand der folgenden Überlegung prüfen, welche Zahlung den größeren Wert hat. Also nochmal heute, in Klartext, wir vergleichen Z0, irgendeinen Zahlungsanspruch, der heute fällig ist, mit Z groß T, der zum Zeitpunkt groß T fällig sein wird. Okay? Und wir wollen wissen, welcher Wert ist mehr wert. Der Betrag Z0 könnte theoretisch bis zum Zeitpunkt t gleich 1 verzinslich angelegt werden, wobei der Zinssatz klein i beträgt. Das ist in der Regel der Buchstabe, den wir für den Zinssatz benutzen. Das können Sie hier mit einem Zeitstrahl, der eigentlich gerade sein sollte, veranschaulichen. Hier ist Zeitpunkt 0. Und wenn das hier eben Zeitpunkt 1 ist, also zum Beispiel morgen, dann würde das heißen, dass wir heute den Betrag Z0 haben und bis dahin anlegen und also nicht konsumieren, sondern anlegen. Und was kriegen wir dann eben zurück, wenn wir das bis morgen angelegt haben? Naja, wir kriegen den ursprünglichen Betrag plus die Zinsen. Also 1 plus i mal Z0 ist das, was wir morgen kriegen. Der Betrag inklusive der Verzinsung. Das könnten wir jetzt nochmal anlegen bis Zeitpunkt 2. Und dann hätten wir den ursprünglichen Betrag mit der Verzinsung aus der ersten Periode, mit der nächsten Verzinsung, die von Periode 1 auf Periode 2 geschieht. Und das kann man natürlich auch verkürzt schreiben als 1 plus i hoch 2 Quadrat, ne? Und diese Rechnung kann man immer weiterführen und immer weiterführen, bis zum Zeitpunkt groß T. Das schreibe ich mal hier unten hin. Und dann ist der Zahlungsanspruch dort eben Wert 1 plus i hoch groß T. Okay? Wenn wir also den Betrag Z0
bis in Periode Groß T anlegen würden, dann würden wir dann zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft einen Betrag von Z0 mal 1 plus I hoch Groß T zurückerhalten. Okay, damit haben wir die Zahlungen zu den verschiedenen Zeitpunkten eben vergleichbar gemacht. Und dann können wir einfach festhalten, die Zahlung Z0 ist genau dann besser als die Zahlung Z groß T, wenn gilt, dass Z0 aufgezinst auf den Zeitpunkt in der Zukunft groß T größer ist als der Zahlungsanspruch, den wir dann haben, Z groß T. Das ist ja das, was wir eigentlich rausfinden wollen. Ist das hier besser oder ist das hier besser? Und damit wir das vergleichen können, müssen wir das auf den Zeitpunkt hier aufzinsen, denn sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Erst durch das Aufzinsen sind die beiden vergleichbar geworden. Genauso könnte man rückwärts rechnen, kommt aber immer das Gleiche raus. So, jetzt ein konkretes Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel bei einem Zinssatz von 8,5%. Eine Zahlung in der Gegenwart von 85, also Z0 ist 85, und vergleichen das mit einer künftigen Zahlung von 110 nach drei Perioden. Also nennen wir das Z3 ist gleich 110. Und wir wollen wissen, welches ist besser. Und die Vergleichsrechnung durch Aufdiskontierung sagt uns, dass der Betrag Z0 in drei Perioden wie viel wert ist? Naja, wir haben die Aufdiskontierung mal 3. Konkret ist das also 85 mal 1,085 hoch 3. Und wenn Sie das in den Taschenrechner eintippen, kriegen Sie raus 108,6. Und das ist eben kleiner als 110. Das heißt, dieser Betrag hier ist mehr wert bei dem Zinssatz von 8,5% als heute die Zahlung 85 zu haben. Der Vergleich durch Abdiskontierung würde dann genau andersrum laufen. Muss ich erst hier ein bisschen Platz machen. Das ist ein bisschen wie Edge-Sketch. So. Genau, Abdiskontierung wäre dann einfach, also wir haben weiterhin I ist 8,5%, Z0 ist 85, Z groß T ist 110. Und wenn wir aber bezogen auf heute vergleichen wollen, dann müssen wir einfach den Betrag Z groß T abdiskontieren, also 1 durch 1 plus I hoch 3. Also quasi die Rückwärtsrechnung von dem, was wir eben gemacht haben mit dem Aufzinsen, ist konkret also 110 mal 1 durch 1,085 hoch 3. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, da kommt 86,1 raus und das ist eben größer als 85. Sie sehen, egal in welche Richtung wir diskontieren, das, was am Ende rauskommt als Entscheidung, muss gleich sein. Okay? Genau. Und das haben wir jetzt nur auf zwei Zeitpunkte bezogen gemacht, Z0 und Z groß T. Und wie das dann aussieht, wenn wir das mit mehreren Zeitpunkten haben, das ist dann das auf der nächsten Folie. Aber bevor wir das uns anschauen, das, was wir hier gemacht haben, hier, den Zahlungsanspruch in Groß T abzuzinsen auf heute, das nennt man auch Barwert oder auch Gegenwartswert. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Das, was wir in der Zukunft erhalten, wenn wir das abzinsen auf heute, damit wir es mit anderen Beträgen heute vergleichen können, das nennt man Barwert einer Zahlung. Und der einzige Unterschied jetzt hier in der formalen Barwertbetrachtung ist, dass wir nicht mehr einzelne Zahlungen uns anschauen, sondern Zahlungsströme. Oder allgemeiner gesagt, das Verhältnis von Zahlungsströmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Dabei definieren wir einen Zahlungsstrom Z. Sie sehen, das ist Fett für einen Vektor, als eine zusammengehörige Folge von Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also von Z1 und dann Z2 und so weiter bis Z groß T. Und um sich das bildlich vorzustellen, bei Investitionen handelt es sich bei diesen Zahlungen um die durch eine Anfangsauszahlung ausgelöste Folge künftiger Einzahlungsüberschüsse. Das ist jetzt, was heißt das auf Deutsch? Naja, wenn Sie eine Maschine kaufen, dann hat die einen Zahlungsstrom. Morgen erwirtschaftet die uns einen Gewinn von so und viel, übermorgen macht uns die Maschine so einen Gewinn und im letzten Zeitpunkt, bevor wir sie abschreiben, erwirtschaftet uns die Maschine diesen Gewinn hier. Okay? Und das ist eine Investition, weil wir am Anfang Geld für die Maschine ausgeben mussten, um sie zu kaufen. Das kann auch eine Finanzinvestition sein. Sie haben am Anfang Geld angelegt in irgendeinen Sparplan und kriegen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder eine kleine Zinszahlung zurück. So eine Art Mini-Rente könnte das gleiche sein. Wichtig ist, dass der Zahlungsstrom hier erst bei Zeitpunkt 1 losgeht, denn in Zeitpunkt 0 haben wir erstmal die Anfangsauszahlung, irgendein negativer Betrag i. Ne? Also das, was wir am Anfang in den Investitionen rausstecken, und in der Regel vergleichen wir dann, ob sich dieser Betrag i dann eben gelohnt hat, wenn wir den Barwert dieses Zahlungsstroms hier ausrechnen. Und der Wert V0 von Z, eben der Barwert, der setzt sich additiv aus den Werten der einzelnen darin enthaltenen Zahlungen zusammen. Die Formel lautet dann so: Summe von ZT mal 1 durch 1 plus I hoch T über alle Ts. Will heißen, morgen haben wir Z1, auf heute bezogen zinsen wir das ab mit dem gültigen Zinssatz, mit diesem Faktor hier oben, weil es ja nur eine Periode in der Zukunft ist. Also das, ich erkläre gerade die Summe. Ne? Und zu Zeitpunkt, das ist T gleich 1 und T gleich 2 wäre dann eben Z2, das was wir dann morgen rauskriegen aus der Investition, müssen wir dann eben doppelt abdiskontieren, so und so weiter. Und im letzten Zeitpunkt, letzten Auszahlungszeitpunkt, lautet das eben Z groß T und das diskontieren wir ab mit 1 plus I hoch groß T. Okay? Das ist das, was hier in der Summe steht. Will heißen, der ganze Zahlungsstrom, der sich ergibt aus der Investition, wird runtergerechnet auf den heutigen Zeitpunkt 0, damit wir eben sagen können, was dieser Zahlungsstrom insgesamt wert ist, auf den heutigen Zeitpunkt bezogen. Und wenn wir jetzt noch diesen Klammerausdruck hier 1 durch 1 plus i durch Delta ersetzen, dann sind wir bei der Formel für den Barwert im Skript angelangt. Dieses Delta benutzt man einfach, damit man nicht immer diese große Klammer hier schreiben muss. Okay? Das ist der Barwert.